Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin heute in Wiesbaden-Rambach und laufe hier den Trimmdichpfad entlang, mache aber kein Trimmdich, sondern nur Lauferei. Wie lange ich das mache, das erzähle ich nach dem Intro. Als ich losgelaufen war, war es 8.20 Uhr. Hammermäßig. Ja, 8.20 Uhr. Und ich will hier so eine Stunde 10 laufen. Dann habe ich mein Programm für heute Morgen gemacht. Stunde 10 auf dem Trimmdichpfad, wo ich normalerweise immer mit der Tanja unterwegs bin. Aber heute mal alleine. Tanja kann ich. Ich muss arbeiten in so Käse. Arbeiten. Also, ich laufe jetzt mal weiter und gucke, dass ich meine Stunde mindestens voll kriege. Stunde 10 wäre super. Ich bin jetzt hier am Arschlochberg in Wiesbaden-Rambach. Der ist echt kacke. Der ist sehr steil und lang. Aber so ziemlich der einzige auf dieser ganzen Strecke hier. Wenn man den hoch ist, ist alles gut. Aber es dauert eine Weile. Oh, hammerhart. Ich bin jetzt so 25 Minuten unterwegs. Mach den Arschlochberg aber nur einmal. Mach ein paar andere Schleifen hier. Und dann ist gut. Das ist gerade anstrengend. Ich laufe jetzt ungefähr 45 Minuten schon durch den Wald. Ist gerade ein bisschen öde. Habe ich meine Kopfhörer nicht dabei. Keine Musik. Deswegen ist es manchmal ein bisschen langweilig, wenn man sowas macht. Aber egal. Viertelstunde mache ich mindestens noch. Und dann sehen wir mal. Was ist Scheiße. Was tut man nicht alles? Um einigermaßen fit zu bleiben. Das tut man nicht alles. Zum Beispiel so ein Scheiß. Mittlerweile habe ich eine Stunde. Eine Stunde ist gut. Aber ich muss jetzt noch zum Auto. Das heißt, ein paar Minuten muss ich noch. So 10, 8, mal gucken. 8 bis 10 Minuten habe ich noch vor mir. Aber die Stunde ist schon voll. Sehr gut. Ich habe nämlich auch keinen Bock mehr. Fuck, echt. Heute fällt es mir schwer. Komischerweise. Irgendwas liegt in der Luft. Fällt mir schwer. Egal. Weiter geht's. Jetzt habe ich es geschafft. Stunde 7 waren es jetzt nur. Stunde 7 Minuten. Ich bin am Parkplatz angekommen. Da vorne steht das Auto. Laufe ich jetzt noch hin. Dann ist gut. Also, könnt auch Sport machen. Auch wenn ihr mal keinen Bock habt. Ganz wichtig. Tut's. Und nicht immer nur faul auf der Couch rum sitzen und davon erzählen, ach, ich müsste mal. Tut's. Laber nicht. Runter vom Sofa. Sport machen. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.